Einen wunderschönen guten Tag zusammen und herzlich willkommen zu unserer Webinarreihe Non-Farm Payrolls Live Trading. Ich freue mich sehr, dass Sie heute wieder live dabei sind. Mein Name ist Nelson Cardoso Neto und ich begrüße Sie im Namen von FX Lab. Heute haben wir natürlich unseren Payroll Hero wieder dabei, Dirk Hilger. Und ja, ich freue mich auch, dass er heute wieder für uns die Zeit gefunden hat. Und wie immer, bevor ich den Bildschirm tatsächlich übergebe, müssen wir kurz den Risikohinweis besprechen, denn vielleicht wird ja auch heute den ein oder anderen Trade eingegangen. Von daher dient dieses Webinar nur zu Schulungs- und Informationszwecken. Unabhängig vom Inhalt müssen Sie Ihre eigene Entscheidung treffen und ja, dürfen dieses Event bitte nicht als Handelsempfehlung oder Anlageberatung verstehen. Sehr gut, dann, lieber Dirk, kriegst du jetzt den Bildschirm und ich wünsche viel Erfolg und viel Spaß und falls du dich fragst, welchen Bildschirm? Nummer 2. Danke, danke. So, müsste zu sehen sein, ne? Wir sehen, ja, die amerikanische Flagge. Wunderbar. So, einmal kurz räuspern. Ich fürchte, es hilft nur nichts. Mir ist irgendwie gerade, ich bin gerade vorhin was gegessen, im Hals stecken geblieben. Wenn ich das zwischendurch mal kurz abbrechen muss, bevor ich hier im Stuhl falle. Könnte passieren, aber da weiß man wenigstens, was los ist und woran es hängt. So, dann sage ich an der Stelle mal hallo und herzlich willkommen hier heute zum NFP Live Trading. Wie hast du mich vorhin genannt? NFP Hero. Ja. So wie du dich selber genannt hast, Payroll Hero. Hab ich, ach Quatsch, das war ja nur das GIF im, in der Facebook-Gruppe. Ja, freue mich auf jeden Fall, dass wir das heute hier nochmal zusammen machen. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich habe irgendwas vergessen, aber man hört mich, man sieht mich. So schlimm wird es wohl nicht sein. Bin nur mal gespannt, ob es nicht dann doch gleich noch irgendwie irgendwas anderes ist. Ja, mir fehlt nämlich hier ein Fenster, sehe ich gerade. So. Die Technik funktioniert gut und die Kommentare zu deinem Hemd kommen auch rein. Ja, dann ist auf jeden Fall die Welt soweit in Ordnung. Dann kann so viel eigentlich gar nicht schiefgelaufen sein. Ah genau, ich habe hier vergessen, was umzustellen. Moment, das mache ich jetzt gerade hier nebenbei. Und dann bin ich auch sofort dann auch ganz da. Ja, heute NFPs. Ich habe es ja gerade schon gesagt. Also ich habe heute Morgen in der Facebook-Gruppe schon den ein oder anderen Trade abgesetzt. Und dann hat da tatsächlich schon unterm Strich 300 Punkte im DAO eingefallen. Von daher ist kann gut sein, dass die Party schon so ein bisschen gelaufen ist. Ich wollte einen Trade, wollte ich eigentlich mitbringen, den habe ich aber dann eben nochmal aufgelöst, weil ich mir gedacht habe, nee, das Ding kommt sowieso zu weit runter, den kann man auch irgendwie ganz wegmachen und dann eher gleich nochmal vielleicht aufmachen. Aber werde ich jetzt gleich mal zeigen, was das war, weshalb und wieso. Und mal gucken, vielleicht ergibt sich das ja nochmal, dass man den wirklich nochmal aufmachen kann. Aber wie der Nelson ja auch schon gesagt hat, ich kann es immer nur wieder betonen, ne? Live-Trading ist immer so eine Sache, man kann das mitmachen, das ist aber ganz klar keine Empfehlung, weil entscheidend ist ja am Ende immer nur, was kommt unterm Strich raus und das ist in all den Webinaren zwar positiv, aber eben dann auch nur, wenn man alles mitmacht, es kann auch mal in die Hose gehen. Dienstag war ich ja hier auch schon live mit FX Flat und da bin ich ein bisschen mehr auf den DAX eingegangen. Was heißt, stimmt eigentlich gar nicht. Ich bin eigentlich viel auf den DAO eingegangen, habe aber dann den DAX gehandelt, weil der gerade so ein nettes Setup dann irgendwie um 3 Sekunden nach 9 hingelegt hat und da sind dann halt auch mit die ganze Strecke mitgenommen 100 Punkte nach oben und da habe ich aber auch so ein bisschen was dazu erzählt, wie der sich eigentlich jetzt Richtung Freitag auch entwickeln könnte, sollte und da habe ich auch gesagt, lass uns da am Freitag mal drauf gucken. Und ob das Ganze was geworden ist, beziehungsweise was draus geworden ist. Also wenn jemand am Dienstag mit dabei war, könnt ihr doch gerne irgendwie mal hier kurz ein X in den Chat geben, damit ich auch weiß, ob ich dabei null anfangen muss oder ob ich da einfach da ansetzen kann, wo wir am Dienstag waren. Ja, da kommen ja einige. Sieht jetzt aus wie Tic-Tac-Toe. Wenn jetzt noch eine Null macht dazwischen, dann sieht das total klasse aus. Dann haben wir hier Tic-Tac-Toe im Chat. So. Genau. So, ich gehe mal kurz auf das Bild rüber. Und dann gucken wir uns das mal an. Also hier die rote Zone, da oben, wo die Maus ist, die haben wir am Dienstag hier im Webinar eingezeichnet.
Und die Nummer hier haben wir gemacht, also diesen Trade da nach oben. Mal gucken, ich finde, ja, genau. Also das war hier diese die 9 Uhr Eröffnung am Dienstag. Und da habe ich ja noch gesagt, so irgendwie bis Maximum da oben hin kann das schon laufen. Und dann muss man halt gucken, muss man das Ganze neu bewerten, weil, und ich habe dann auch gesagt, die rote Zone beginnt eigentlich hier. Warum? Immer das gleiche Spiel. Hier war Support und dann ist hier Widerstand. Ne? Der ist halt hier durchgelaufen und nicht rückbestätigt worden. Deswegen war hier der Widerstand. Und dann habe ich auch gesagt, der kann das auch ausreizen bis da oben hin, bis an diese Peaks. Und das wäre dann die 730. Und siehe da, das hat genau gepasst. Also ich habe zwar auch den Short da oben nicht mehr gemacht, hätte man aber natürlich wirklich stressfrei machen können. Und wie man sieht, ist er ja von da jetzt 600 Punkte runtergelaufen. Das ist natürlich eine ordentliche Strecke für einen DAX, aber das war halt eigentlich relativ einfach dann auch. Ne? Also nachdem das halt hier erstmal aussah, so wow, nach der Kerze wahrscheinlich läuft oben drüber, war nicht. Ne? Einfach verkauft, dann hier nochmal die rote Zone, hier einmal kurz von unten und ist der einfach eigentlich nur noch runtergefallen. Hatte ich ja am Mittwoch oder am Donnerstag, weiß ich jetzt schon gar nicht mehr geschrieben, der wäre jetzt eigentlich auch bereit für weiter runter. Ich glaube, das hier war der Schlusskurs vom Dienstag müsste das gewesen sein. Und da habe ich gesagt, der könnte eigentlich weiter runter, hat man dann noch gesehen. Hier über Nacht so ein bisschen geschoben, morgens die Eröffnung, einmal hier kurz nochmal an diesen Support und gleichzeitig, ne, also Support von unten ist Widerstand, gleichzeitig SMA 20 und dann halt eben nichts mehr. Und von daher würde ich mal behaupten, das ist sehr, sehr nice aufgegangen, die ganze Geschichte hier. Und man sieht halt hier auch, ne, der drückt jetzt schon wieder auf der Unterseite rum. Der DAX, das ist nur ein bisschen die Zeit im Auge behalten und den Dow nicht vergessen, drückt auf der Unterseite rum. Und auch wenn man das einfach mal trendtechnisch mal ganz einfach aufdröselt, jetzt hier einfach nur mal die letzten Bewegungen mal ein bisschen gröber mal macht, jetzt nicht in allen Details, aber dann sieht man halt schon, hier nochmal neues Tief unter dem, wo ich jetzt hier angefangen habe, nochmal korrigiert. Der hätte eigentlich bis dahin laufen können. Also die 516 wäre ein bisschen netter gewesen. Also hier wirklich dann nochmal von unten auch diesen Support, hat er aber nicht. Und von hier dann nochmal durch. Ne? Und da sind wir jetzt auch schon unter diesem Tief. Das ist eigentlich schon getriggert. Und das könnte halt sein, dass die jetzt einfach alle abgeschossen werden und wir dann auch da unten rausfallen. Das wäre zumindest mal, wenn der H1 jetzt fortgesetzt wird, wäre das eigentlich nur so die logische Konsequenz, ne? Weil hier oben ja auch nichts mehr kam. Das war ja wirklich nur noch hier vom letzten Support. Einmal von unten, ne? Also von dem, bevor es halt von oben, von ganz da oben runter ging, einmal von unten nochmal angetestet. Wahrscheinlich kann man das auch mit Fibos darstellen, würde ich mal vermuten. Kann man ja gerade mal gucken. Mal ausgehend davon, dass das der letzte jetzt war. Und dann haben wir hier 76er Korrektur etwa. Das passt doch. Ne? So, auch das würde wunderbar zusammengehen. Deswegen hier gibt es auch, klar kann der jetzt in der Stunde noch mal irgendwie ein bisschen hin und her laufen, aber dass das jetzt komplett wieder in der Long dreht, finde ich ein bisschen befremdlich. Ne? Da müsste er auch hier über die 500 drüber, wobei dann auch immer noch nicht gesagt wäre, ob er es macht. Also wenn ein Squeeze kommen würde, der wäre natürlich für den DAX sehr, sehr amtlich, wenn der jetzt hier wirklich 400 Punkte einmal nach oben läuft, ne? Weil dieser Punkt, der an der Stelle hier, der ist nicht hoch genug eigentlich. Der hätte ein kleines Stück höher laufen müssen. So, und es ist aber halt auch, wie man sieht, einfach die letzte Aufwärtsbewegung. Und das könnte dann, wenn sowas kommen sollte, ja, also möglich ist das, keine Frage. Wenn sowas kommen sollte und dann überboten wird, heißt das definitiv nicht automatisch long, sondern man hat schon, ich habe das schon so oft gesehen, dass halt eine Korrektur, wie jetzt hier zum Beispiel, einfach nicht hoch genug gelaufen ist und da ein Stück gefehlt hat. Das sieht dann nachher aus wie Schweinerei. Ist es im Endeffekt auch, wenn man so will, ne, also zumindest mal markttechnisch eine kleine Schweinerei, aber im Endeffekt, so merkwürdig das klingt, wenn die Korrektur nicht hoch genug war, wird die oft dann eben auch nachgeholt. Heißt im Endeffekt dann aber nichts. Das heißt, der könnte genauso gut, wenn er auf die Idee kommen sollte, zu squeezen, könnte genauso gut diesen da machen, ja, einmal hier ordentlich reinstechen und dann eben doch wieder runter. Ne? Also Long ist da halt auf jeden Fall nichts ohne weiteres. Das war, wie gesagt, nur so ein. So eine Idee, wenn, ne, ganz klar, ich bin hier nicht auf Long getrimmt. Erstmal nicht. Im DAO da eigentlich schon eher, zumindest aber auch nur kurzfristig. Habe ich gerade gesagt, ne, man hätte den nochmal aufmachen können. Bei der 950, ah, da war noch nicht ganz. Okay, fehlen noch 4 Punkte. Der DAO halt eigentlich relativ ähnlich, also mal auf die Stunde betrachtet. Da habe ich ja auch einen Blog geschrieben.
Wir haben auf der Oberseite eigentlich das Tageshoch von gestern. Das wäre tatsächlich hier oben die 680. Da haben wir ein kleines Gap. Sieht man so nicht. Also bei News wird ja gerne mal irgendwie übertrieben, weil ja halt gerne mal Positionen aufgelöst werden und das Buch dann halt auch schon mal schön dünn ist. Und dann ist sowas hier, so ein kleines Gap, was dann gestern ja auch nicht geschlossen wurde, ist dann gerne auch mal Anlaufstelle. Sollte man auf jeden Fall im Auge behalten. Also möglich ist alles. Ich habe keine Ahnung, was uns da an Zahlen erwartet. Aber wenn es da oben rauf geht, dann wäre das hier wirklich der interessanteste Punkt. Rauf, rum, also was man halt hier sieht, um mal kurz den Block erstmal abzugreifen. Also hier haben wir halt die letzten Supports, beziehungsweise ja, ne, vor diesem Anstieg hier relativ deutlich Support. Aber was hat er eben gemacht? Rauscht halt einfach mal eine Runde drunter, ne, und dann halt wieder zurück. Nächste Station hier war die 880, aber eigentlich, also ich habe einen Block, glaube ich, geschrieben, 348xxx, oder? Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Das wäre auf jeden Fall die nächste Stelle, wo das Ganze hinlaufen könnte. Also ich weiß es jetzt wirklich gerade nicht, ne? Wenn jemand irgendwie den Block gerade im Zugriff hat. Also ich will ja nicht hier was erzählen, was nicht stimmt. Aber das ist auf jeden Fall das, was ich im Auge hatte, ne? Also dieser Bereich 880, 855. Wobei das meiste Volumen wir eigentlich immer in der 772 hatten. Das heißt, also wenn wir hier nochmal runterkommen, dann dürfte wahrscheinlich nicht viel mehr passieren als die 772 und dann wieder rauf. Und dann halt vielleicht irgendwo hier oben in den Bereich halt wieder rein. So, aber auch nur, also das ist halt alles kein, mit Trend hat das, glaube ich, irgendwie gerade relativ wenig zu tun, was ich hier beschreibe, weil wir hier halt auch, ne, das sieht man ja, einfach irre viel die ganze Zeit. Widerstand, 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 Widerstand. Und dann wurde das Ding gekauft. Und hier fehlt eigentlich tatsächlich auf der 772 ein ordentlicher Rücksetzer, um halt diesen Widerstand halt zu bestätigen. Von daher wäre das schon denkbar, dass wir einmal da runterrutschen und dann halt erstmal nochmal rauf. Was das dann im Endeffekt werden soll, das muss man dann halt mal sehen. Mir wäre eigentlich lieber gewesen, wir laufen es erst rauf und dann runter, weil. Das hatte ich ja auch schon vor 2 Tagen, also gestern schon im Blog geschrieben, gesagt, das sieht long aus. Aber ich bin überhaupt gar kein Freund von long an der Stelle, weil ich wäre eigentlich eher dafür, dass wir die Wochenkerze nochmal in Richtung Anfang bewegen und dann halt mal gucken, was wird, ne? Und dann hätten wir auch genügend Anlauf. Also ich habe es ja, glaube ich, Fallhöhe genannt, auch im Blog. Und dann hätten wir auch genug Anlauf, um da unten durchzufallen, ne? Ja, genau. Also ich schreiben hier auch einige. 348xxx, ne? Das heißt ja nichts anderes als irgendwas mit 800, weil das hier nicht so ganz genau zu greifen ist, ne? Dass wir jetzt hier gehalten haben bei der 880, ist zunächst mal nett, ne? Aber eigentlich, also wenn man dann hier auch sieht, kann man ja mal markieren, ne? Wenn man dann hier zum Beispiel sieht, da dieser Peak, das ist genau der, ne? Aber für meine Begriffe reicht das so nicht, ne? Also von daher kann es schon sein, dass wir jetzt erstmal runterkippen auf die 772 und dann halt wieder rauflaufen. Wäre denkbar. Ansonsten stecken wir hier momentan in der Bewegung drin. Ich habe das ja vorhin hier, ich habe den Long gehandelt über der 900 an der Stelle und bin dann raus bei 130, 140, also quasi an dem Hoch von der letzten Stundenkerze, ne? Weil ich gesagt habe, der kann das schon nochmal irgendwie im zweiten Rutsch machen. Wenn man sich das jetzt mal anguckt, diese Stundenkerze, so nett die auch aussieht, ist nichts anderes als ein Innenstab von der davor. Von daher schon denkbar, dass wir da halt unten jetzt nochmal kurz rauslaufen. Und zieht man mal die Fibos auf den Außenstab, fällt auf, habe ich noch gar nicht versucht, aber sehe ich gerade, ist natürlich mega interessant. Fibos auf den Außenstab landet genau bei der 772. Wenn das mal kein Zufall ist. 15 Sekunden. Und von daher fand ich es besser, erstmal rauszugehen. Und wie gesagt, vielleicht kommen wir da unten mit rein. So, jetzt ganz schnell schalte ich das Ding hier um. Nämlich nur noch ein paar Sekunden. Und dann gucken wir mal, ob wir hier irgendwas veranstalten können. So, News müssten draußen sein. So, ich würde mal tatsächlich versuchen, hier direkt mit reinzugehen. Kann aber, ja gut. Ne? Ah ne, ist noch da. Okay. Hey, 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 hey.
So, kann aber sein, dass nur ein paar Punkte jetzt sind, aber erstmal der Ruck nach unten, das ist schon soweit okay, ne? Also es waren jetzt tatsächlich wirklich nur ein paar Punkte, die ich hier eingefangen habe, weil ich ein bisschen langsam war. Aber so der Druck nach unten ist, der hat halt erstmal schon die richtige Richtung, ne? So, jetzt war ich fast wieder so schnell wie am Dienstag. Viel zu schnell rein und raus. Ich bin hier im 2-Minuten-Chart. Also Long glaube ich da irgendwie auch gerade noch nicht so wirklich dran. Sondern eher würde ich dann versuchen, ob wir die 772 da unten kriegen. Dort würde ich dann tatsächlich versuchen, auf Long zu drehen. Wenn das kommen sollte. Ich weiß es natürlich ja nicht. Aber why not, ne? So, ich gehe mal auf M1. Was mich hier so ein Chris, bisschen stört, bitte? achso, nee, ich will dich nicht stören. Ich wollte nur die Zahlen sagen, falls es interessiert. Okay. Was mich hier so ein bisschen stört, weil ich war ja hier vorhin tatsächlich immer noch in der Long-Geschichte drin, ne? Weil wir eigentlich auch durchaus nach oben die Stunde bis hierhin hätten laufen können, ne? Also bis zu 190. Deswegen bin ich jetzt hier nicht so todesmutig fort unterwegs und halte jetzt gar nicht so unbedingt erstmal dran fest, weil das stört mich so ein bisschen. Es läuft so ein bisschen gegeneinander an der Stelle hier. Also die beiden Möglichkeiten einfach vom Kursverlauf her. Und ich habe halt auch einen Long-Trigger immer noch. Und der Long-Trigger ist zum Beispiel der, das ist relativ einfach, aber funktioniert oft gut. Wir haben hier einen Außenstab, also hier oben M15. Deswegen, ich gucke lieber gleich in 5 Minuten nochmal, ob man nicht da irgendwas findet. Weil das hier ist mir zu wackelig, ne? Auch wenn das jetzt irgendwie, keine Ahnung, 20, 15 Punkte waren, nach unten hin. Mal gerade mal gucken, was da steht. Ja, weiß nicht, Moment. Ja, 11 Punkte, gut, okay. Für den Rest war ich zu langsam. Der Trigger ist einfach der, dass wir halt hier, wir haben hier einen Außenstab da oben, ne? M15 Short. So, der wurde, beziehungsweise, Entschuldigung, der hier, dieser, ist zwar kein Außenstab, aber das Ding wurde nach unten verkauft, hier zweimal rauf und dann einmal runter. So, und da kam nichts mehr und die wurde zurückgekauft. Und wenn so ein Ding zurückgekauft wird, nachdem es halt hier gebrochen wurde, hat man sehr oft ein Long Impulssignal. So, und das ist hier eigentlich immer noch aktiv und das stört mich halt auch so ein bisschen. Und der könnte wirklich immer noch komplett nach oben ziehen. Ne? Jetzt hier über diese 943, deswegen war auch die 950 eben mein zweiter Einstieg für Long. Und dem Braten traue ich einfach noch nicht so ganz. Ne? Und von daher bin ich da jetzt so ein bisschen zurückhaltend, was an der Stelle jetzt Short angeht. Es kann natürlich aufgehen, ne? Wenn der jetzt komplett unten durchdrückt. Und klar mag da jetzt der eine oder andere sagen, ja, was hat denn das mit News zu tun? Naja, News beschleunigen das Ganze eigentlich immer. News machen keine neuen Kurse. Das ist immer so mein Ansatz, immer schon gewesen dabei. Und deswegen bin ich immer der Meinung, dass die Trigger auch bei News genauso funktionieren und genauso aktiv sind wie ohne News. Ne? So, von daher, aber ist jetzt erstmal okay. Ich weiß nicht, wenn jemand Short aufgemacht hat. Also, wenn ich auch keine Empfehlung geben darf, aber man darf ja mal drüber nachdenken, ne? Also hier oben war das ja irgendwo. Ich bin ja irgendwie nur knapp rausgeflogen. Einfach mal absichern und dann mal gucken, ob das nicht nach unten komplett wegdrückt. Wie gesagt, auf die 772. Ne? Also, aber auch trendtechnisch laufen wir jetzt hier im M5. Jetzt hier auch durch das Low durch. Gibt es jetzt auch erstmal keinen Grund mehr hier für Long. Also, das drückt halt schon ordentlich. Aber Short, wenn man das machen will, ist natürlich hier dann schon mit relativ hohem Risiko dann verbunden. Und von daher erst würde ich jetzt mal gucken, wenn ich einen Rücklauf da kriegen an irgendeine Stelle. Und dann würde ich da nochmal versuchen, Short mit reinzugehen. Aber ich glaube, die Idee mit der 772 ist nicht so wahnsinnig verkehrt, wie das hier aussieht. Ob Long dann eine gute Idee ist an der 772, das ist gleich eine andere Frage. Aber das wäre zumindest der Ansatz, ne? Ich habe die hier auch schon mal eingezeichnet. Man muss ja nicht unbedingt direkt auf den ersten Piekser da rein, kann man machen, ja, mit der Limit Pullback. Ich kann die zumindest immer einstellen. Gebe mal hier irgendwie 5 Punkte LPO ein und dann gewinnt man ja zumindest mal ein bisschen Zeit, falls es irgendwie halt direkt da durchgehen sollte.
Aber ich würde, lieber wäre mir natürlich, wenn wir jetzt hier noch irgendwie einen schicken Rücklauf kriegen, hier so ein kleiner Fail über die letzte M1 als Beispiel und dort dann halt irgendwo nochmal Short reinkommen. Das finde ich natürlich wesentlich schicker. Aber weiß ich natürlich nicht, ob das jetzt ohne weiteres gelingt. Von daher mal sehen. Da hat noch jemand, die Natalia, gefragt, ob ich noch Swing Short bin. Ja, den habe ich noch. Ne? Ich habe ja da irgendwie am Montag oder weiß ich nicht, am Dienstag auch ein Webinar, glaube ich, war das. Ich weiß es nicht mehr. Gesagt, so ich fange hier nochmal an, irgendwie Short Swing nochmal neu aufzubauen. Nee, klar. Und der ist jetzt auch irgendwie, keine Ahnung, 700 Punkte im Plus oder so. So, 34, 9, 3, 3. Also ist ja doch dann der andere dabei, ne? Das ist doch nice. Das ist doch gut. Ja, ich hätte wirklich, ja, was heißt hätte, ne? Also ich habe ja gesagt, warum ich dem Short da noch nicht so ganz traue. Es ist schon okay. War ja bis heute, für heute dennoch alles, was bisher, was ich in der Gruppe ja live beschrieben habe, war ja alles soweit auch richtig. Und von daher kann man damit auch schon was anfangen. Jetzt bin ich mal gespannt, ob die Geschichte hier auch noch wird. Aber wäre für mich eben tatsächlich so das absolut naheliegendste, jetzt hier ein Dip darunter. Und dann hat mal einen Rücklauf. Und da muss man halt auch noch ein bisschen gucken, wie kommt der da runter. Also wenn jetzt mit zu viel Korrektur darunter kommt, dann wird es kritisch. Aber wenn der hier nur so kleine Ranges jetzt macht, ne, und dann darunter drückt, dann ist okay. Weil meistens ist es ja so, das hat man am Dienstag auch schön gesehen, ne, wo ich gesagt habe, ey, wir haben ja hier einen Squeeze, der da um 9 Uhr gelaufen ist. Und der kommt auch höchstwahrscheinlich wieder ganz zurück. Und das war dann auch tatsächlich so. Ne. Und der DAX ist ja wirklich um von 9 bis 10 nur nach oben gelaufen und dann halt die ganze Bewegung einfach nochmal rückabgewickelt. Klar, weil das ist ohne Anstieg, ohne Korrektur funktioniert nicht. Und genauso, warum ich das erwähne, ist natürlich hier das Gleiche. Wenn wir jetzt hier am Stück runterkommen, ohne Korrektur, also ohne eine wellige Korrektur, und dann geht es auch wieder höchstwahrscheinlich bis auf Anfang. Ja, das kann schon sein. Und von daher sage ich halt, wenn der jetzt halt hier ohne nennenswerte Korrektur, also jetzt nicht, wenn er jetzt von hier wieder auf 35 läuft, dann wieder runter, das wäre ein bisschen nervig, bisschen anstrengend, dem würde ich dann auch nicht so trauen. So, jetzt kann man mal gucken, ob man das hier hinkriegt. Ah, ich würde tatsächlich einfach mal hier drunter als Stop setzen und mal gucken, ob wir hier einmal eine Etage runterdrücken. Also Position natürlich klein, ne? Nicht übertreiben. So. Und dann eher wieder skalieren. Und dann mal sehen, ob da jetzt noch ein bisschen was nachkommt nach unten. Und ob wir dann hier nochmal einen Angriff kriegen. Ja, oder halt eben dann, wie gesagt, wie ich es ja hier halt dann auch mache, mit einer Skalierung ja, hier oben an den letzten Peak. Und dann halt in zwei Etappen. Und dann mal sehen, ob das ganze Ding funktioniert oder eben nicht. Schlimmstenfalls sind dann halt ein paar Punkte weg. Aber für den ersten, wie gesagt, war ich nicht überzeugt genug davon, dass das wirklich was wird. Schlecht wäre natürlich, wenn wir jetzt hier die ganze Abwärtsbewegung direkt nochmal ein Stück nach, direkt nochmal hier komplett bis auf Null korrigieren. Dann ist wahrscheinlich nach unten eher nichts zu holen. Ne? Daher, also sieht man ja hier im M5. Die 5 Minuten, die gerade vergangen sind, die zweite läuft ja gerade erst und das wäre natürlich ein bisschen arg. Ne? Also die hätte dann eher nicht so Chancen, wirklich nach unten dann auch durchzudrücken. Das hier ist noch im Rahmen. Es war auch schon ein bisschen hoch. Ne? Ich wollte eigentlich nur so über die letzte M1 darüber und nicht unbedingt jetzt bis hierher und mal sehen. 44, also noch so nicht ganz oben. 10 Sekunden haben wir noch in der 5-Minuten-Kerze. Wir stehen hier noch unterm Point of Control. Ich schiebe den mal ein bisschen weg. 100 Punkte Stop ist natürlich schon ein bisschen übel. Aber gut, das hält sich noch im Rahmen für meine Begriffe. Also kann zwar jetzt im M15 noch zurücklaufen, aber mal sehen. Also ne, diese Triggerlinie, die 943, das ist halt genau dieser
das Ding, was ich vorhin genannt habe, den finde ich halt leider mega interessant. Und von daher nicht verwunderlich jetzt auch, dass er da im, weil die kommt ja aus dem M15, dass jetzt möglicherweise versucht wird, die zu halten. Das kann schon sein. Das wäre natürlich jetzt für den Short-Versuch nach unten nicht so gut. Aber zumindest bin ich ja nicht da unten irgendwo reingegangen, sondern hier im Rücklauf. So, da wird man jetzt mal irgendwie nochmal 5 Minuten Geduld haben müssen und dann halt sehen, ob das Ganze dann was bringt oder nicht. Ne? Deswegen habe ich die jetzt auch hier hochgezogen an die 944. Das wäre jetzt einfach nur mal ein Punkt darüber. Und hier ist auch SMA20 einfach im M1. Wobei der hier schon nicht so, gar nicht mehr so gut aussieht, ne? Für runter. Aber okay. 5,2, 950 wäre mein Long Entry eben gewesen. Das wäre dann hier. So ein bisschen minimal höher noch. Gerade mal hier noch was checken. Parallel. So, ja, okay. So, und dann halt mal sehen, ob das Ganze so funktioniert. So, 933, da waren ja einige Short, Absicherung bei 933. Ja, das war knapp, ne? 402 Pünktchen. Aber schauen wir mal, wie der M15 jetzt auflösen wird. Ja, man kann den natürlich auch genauso gut nach unten pyramidisieren, ne? Wenn man sagt, okay, wenn wir hier nochmal runterkommen und dann nehme ich da das Tief mit, damit ich halt wenigstens ein bisschen Positionsgröße halt habe. Kann man natürlich genauso, ne? Klar. Aber ich glaube eher, dass wir hier jetzt noch ein bisschen rumzackern. 42, also noch 3 Minuten. Nur mit dem direkten NFP-Impuls hat das jetzt meines Erachtens schon gar nichts mehr zu tun. Dafür sind wir schon zu langsam. Beziehungsweise ist jetzt schon 10 Minuten die ganze Nummer schon drin. Sondern es ist einfach nur das weitere Verhalten, was wir jetzt dann so oder so auch gehabt hätten, nur jetzt halt ein bisschen schneller. So, ich mache halt immer, ne, hier wird ja auch gefragt, was für SMAs das sind. Also ich mache das ja hauptsächlich zur Orientierung, ne, also irgendwie kurzer Trend, also was heißt Trend, kurze Tendenz und ein bisschen längere Tendenzen, da kann man halt zum Beispiel einfach 10, 20, kann man halt zum Beispiel dann für sowas halt hernehmen. Und dann weiß man immer schon so ein bisschen zumindest mal, wo man sich gerade aufhält. Wobei der 20er halt einfach, es ist ja keine Erfindung von mir, das ist ja wirklich totaler Klassiker einfach nur. So, komm, dann schieb dich jetzt mal da runter. Einmal auf das letzte Low von der M5 und dann kann man nämlich da unten, könnte man ein bisschen entspannter und dann auch weiter gucken. Dann würden wir nämlich jetzt hier den M15 Impuls ab. Was habe ich denn da für eine Linie schon wieder? Das ist manchmal, das sind so Hilfslinien, die dann halt irgendwo uralte Dinger, die ich irgendwann mal gezeichnet habe. Es ist immer wieder unfassbar erstaunlich, was man dann da teilweise für Reaktionen findet. Ne? Ich hatte jetzt hier auch einfach, ne? Also wenn man den gemacht hat und sich nicht sicher ist, hier gibt es 0 Punkte. Also Ausstieg ohne Verlust. Aber ich will auf jeden Fall die M15 abwarten. Und mal sehen, ob wir den nicht da unten einmal durchgestochen kriegen. Hier hätten wir jetzt auch dann nochmal, das sieht man ja auch ungefähr am SMA20, einfach im M1. Das ist schon okay. Also man könnte jetzt zum Beispiel auch hier direkt einen hinsetzen, ne, wenn wir jetzt das Tief nochmal rausnehmen, hier von der letzten Minute. Mal gucken, vielleicht geht es schnell. Also heute Morgen hatten wir eigentlich einen sehr, sehr netten, genau auf einem Punkt, also wo ich dann auch im Trade noch gesagt habe, kann man eigentlich genau da hinsetzen und da gibt es wahrscheinlich ein paar extra Punkte ganz schnell. Das haben wir hier aber jetzt natürlich nicht in der Form. Das war heute Morgen, war das einfach nur die Trendfortsetzung bei der 35.040. Da war dann auch lustigerweise genau, nee, nicht bei der 40, sondern bei der 60. Ja, das Tagestief von gestern, genau. Da habe ich halt gesagt, kann man eigentlich machen, einfach direkt einen draufsetzen.
Und dann hat es plapp gemacht und ist dann irgendwie 30 Punkte in einer Sekunde da durchgeballert. Ja, weil man nimmt ja auch gerne mal das Tagestief vom Vortag, um dort oder knapp davor oder genau drauf, um dort dann halt irgendwie Long zu suchen. Aber bei einer Geschichte, wie wir sie halt hier vorliegen haben, also mit dem aufkommenden oder beziehungsweise mit dem eigentlich jungen Short-Trend im H1, das war das unlogisch, dass das hält. Deswegen habe ich auch in dem Trade geschrieben, es macht durchaus Sinn, bis unter das Tagestief zu handeln, nicht bis kurz davor oder dran, weil es eigentlich gar keinen Sinn ergibt, warum das halten sollte. So. Ja, ist so ein bisschen zäh, ne? Ach ja. Also passiert ist ja noch nichts. Jetzt war ich ein bisschen langsam. Im M5 auch noch nicht. Also er könnte immer noch eigentlich ganz stressfrei runterdrücken. Mal gucken, ob er es macht. Oder wenn es zu lange dauert, dann wird es wahrscheinlich eher in die andere Richtung laufen. Aber okay. Kann ich es nicht ändern. Also hier haben wir den Point of Control. Dort dürfte zumindest ein bisschen was passieren. Wenn wir hier einmal kurz über die Hochs drüber, dann sollten wir dort zumindest eigentlich eine Reaktion dann auch kriegen. Wenn er das denn macht. Ja, ansonsten, wenn dieser motivierend aussehende Anstieg im M1, wobei ich würde jetzt mal langsam auf den M2 gehen, weil der M1 ist eigentlich immer nur gut, wenn die Bewegungen richtig schnell sind. Und ansonsten ist eher der M2 so. Finde ich aber immer ein bisschen hilfreicher, den dann halt herzunehmen, wenn man dann oft ein bisschen mehr Aussagekraft hat. Ne? Und hier haben wir zum Beispiel halt auch im M2 einfach den 20er. Ne? Weil mehr habe ich jetzt halt auch nicht als irgendwelche. Ich schnappe mal den mal direkt hier. Ups, der war links. Den mal direkt hier. Mehr habe ich jetzt momentan auch nicht, ne, um versuchen einzuschätzen, wie die Bewegung jetzt hier im Kurzfrist weitergehen könnte. Und hier haben wir jetzt auch genau die 943 da oben, zwar irgendwie einen halben Punkt davor oder ne, einen Punkt davor reagiert, passt aber. Ne? Also der M15 hat ja eben auch drunter geschlossen, von daher passt es für mich jetzt erstmal zusammen auch hier. Und sollte der jetzt wirklich da ganz rauflaufen, wieder dann würde ich die Nummer hier sein lassen, ne? Weil dann sieht das eher nach irgendwie seitwärts aus oder nach Phishing unter dem letzten Stundentief und dann doch wieder hoch. Also das ist mir dann zu anstrengend. So, solange ich jetzt hier aber sehe, wir haben jetzt erstmal die Reaktion da an der Stelle und mal gucken, vielleicht kriegen wir den jetzt am Stück umgedreht, also die M5. Ne? Das wäre dann halt der Anfang von der Fortsetzung von der M15. Also wenn wir den einmal auf schwarz gedreht kriegen, beziehungsweise rot und dann drückt wahrscheinlich die M15 auch komplett unten durch. So, da bräuchten wir jetzt hier nur mal einen Ruck nach unten. Gucken, ob wir den jetzt kriegen oder nicht. Ja, mein Break-Even scheint heute interessant zu sein. Ne? Ich finde das total klasse. Einmal kurz unter den Break-Even und dann doch nicht. Da müsste es schon so ein bisschen mehr jetzt her. Also wirklich einmal so ein richtiger Ruck, am besten bis hier unten auf den Anfang. Also von der Kerze hier. Ja, sieht man ja total gut. Also hier, da im Prinzip, ne, wo diese Kerze da anfängt, da sollten wir einmal wenigstens mal drunter stechen. Also eigentlich da, wo der erste Entry war. Und dann kann man den wahrscheinlich auch in Ruhe lassen. Aber es braucht, wie gesagt, so ein bisschen mehr Wumms, weil so ist das noch nichts Halbes, nichts Ganzes. Also auch der M5, wie jeder andere oder fast jeder andere, löst er auch am liebsten zum Schluss auf. Deswegen habe ich den jetzt auch immer noch im Auge und bin da erstmal noch relativ ruhig. Wenn wir jetzt aber darauf laufen sollten, dann muss ich mir, glaube ich, was überlegen. Aber der müsste jetzt dann wirklich ja tatsächlich hier in den nächsten Sekunden, müsste der dann jetzt wirklich einmal hier richtig runterdrücken, sonst wird das wahrscheinlich eine anstrengende Nummer. So, 2 Sekunden, kommt nicht viel, ne? Naja. So, gucken wir, dass jetzt was wird. Ganz schön langweilig, ne?
Meine Güte. Aber entscheidender wäre natürlich der M15 für mich, ne? Klar, weil da kommt ja auch der Trigger her, beziehungsweise hier mit der 943 auch der Punkt, den ich ja auch unterschritten haben wollte, um da ein bisschen mehr Sicherheit zu haben. So, das sind so die Stellen beim Trading, wo man so ein bisschen Paranoia kriegt, oder? So, man denkt so, es ist doch nur mein Break-Even. Meine Güte, da ist doch sonst überhaupt nichts. Kann doch nicht das Problem sein, da jetzt mal durchzudrücken. Aber das dann so schnell mal das Zentrum des gesamten Weltfinanzhandels. Gibt's nicht, ne? So, das dauert wahrscheinlich irgendwie noch 10 Minuten, so wie die Geschichte hier aussieht. Weil, ne, mit Stundenschluss wird ja dann der M15 leider auch erst fertig. Und könnte tatsächlich sein, dass wir noch einmal hier über den zweiten Entry sogar drüber laufen. Das finde ich eigentlich nicht so klasse. Aber ich finde hier auch keine vernünftige Stelle, um das Risiko rauszunehmen. Deswegen habe ich ja gesagt, ich würde eigentlich gerne mal hier runter, weil dann könnte man hier an der Stelle, wo der zweite ist, oder zumindest mal irgendwo kurz davor, wo der erste ist, der erste Entry, ne, das war ja der hier, das ist der zweite, da könnte man zumindest einmal nochmal rausnehmen und hat dann so ein bisschen das Risk auch aus der Nummer. Ja, weil nicht, dass der jetzt hier auf die Idee kommt und weil es zu lange dauert, weil es kommt ja gerade nichts mehr nach unten nach, ne? Wenn es zu lange dauert, dass hier erstmal Short aufgelöst wird und dann wie wir da tatsächlich wieder dann irgendwie über Anfang laufen oder so, da hätte ich natürlich nicht so wahnsinnig viel Spaß dran. So, und der POC, Point of Control, schiebt sich nach unten. Das ist erstmal nicht wirklich schlecht. Ist aber als Trigger jetzt auch nicht wirklich brauchbar. So, ne, das meine ich ja. Kann sein, dass wir nochmal da drüber laufen, über den zweiten Entry und hier über die 943 einmal kurz einen Fehlschuss kriegen. Kann sein. Ach ja. So, der Lütz meint, die Zahlen waren gut. Boah. Wäre dann 772 ein Long Level? Ja, ne? Also das ist ja eigentlich mein Plan. Ich würde gerne erstmal an die 772 handeln. Das wären jetzt mal noch schlappe 140 Punkte runter. Da würde ich gerne erstmal hinkommen. Und dann hätte ich natürlich halt auch, ne, also vorausgesetzt, er macht's halt, ne? Aber es ist für mich das einzig Plausible. Dort erstmal hin und dann habe ich auch genug Puffer, um dann dort nochmal versuchen, irgendwo long in den Markt reinzugehen. Ne? Weil dann kann man das natürlich auch mal riskieren. Und das Ding ist nämlich nur das sollte man halt nie vergessen. Ne? Also seltenst ist es ja so, dass man halt, dass ein Punkt irgendwie angelaufen wird und der Markt direkt umdreht und nicht wiederkommt. Ne? So, das heißt, wenn man dort dann zum Beispiel Long versucht, dann wird man wohl die Kasse höchstwahrscheinlich mit einplanen müssen. Ne? Und die werden auch erstmal hin und her wackeln. Da wird man wahrscheinlich irgendwie Nerven brauchen, um das irgendwie vernünftig hinzukriegen. Sag mal, das kann doch nicht wahr sein, ne? Schon wieder hier an meinem Entry. Jetzt geh doch da mal durch. Meine Dirk, Güte. warte, warte. Ich wollte gerade sagen, der Michael hat sich bedankt. Er bewundert deine Ruhe. Also Ja. überlegst du nochmal, ob du gleich flufst. Ob ich vielleicht was? Ob du Ob ich gleich vielleicht was? flufst. Ja, so, ja. Ja, das ist halt immer so ein bisschen, ne? Also, das Problem ist immer, je länger es dauert, ich meine, wir sind ja alle nur Menschen, ne? Und irgendwann verliert man halt die Geduld und trifft dann einfach eine blöde Fehlentscheidung, ne? Habe ich auch geschafft. Da habe ich irgendwie, ich habe so schön das Low erwischt und wollte da halt long gehen. Und das war irgendwie nachmittags um, ich weiß nicht, 3, halb 4. Wollte das Ding drin lassen. Was macht er? Er steht wirklich bis abends um 9:30 auf der Stelle. Ist schon ein paar Tage her, habe ich gedacht, das kann alles nicht wahr sein. Ne? Ja, und dann habe ich gesagt, ey, komm, ich habe jetzt keine Lust, jetzt irgendwie hier zum Kassaschluss da noch irgendwas da halt rum zu operieren. So, löse ich auf. Was macht der Markt? Steigt 2000 Punkte. Ne? Kam nie wieder runter. Ich dachte, das kann alles nicht wahr sein. Ne? Das war irgendwie bei der 33, irgendwas da unten. Ne? Und das ist halt immer so ein bisschen das Problem. Also,
Oft ist es so, je länger es dauert, umso besser wird's. Das ist tatsächlich so. Aber umso unsicherer wird man eben auch selbst. Ne? Das ist halt so der Haken an der Geschichte. Und das hier, wenn ich das hier angucke, muss man schon irgendwie sich zusammenreißen und nicht mit Schimpfwörtern um sich zu hauen. Herrgott, das Ding geht doch nicht lang. Komm schon, also. Das ist nicht dein Ernst jetzt hier. Ich wollte eigentlich um 15 Uhr fertig sein und nicht irgendwie hier die dritte Skalierung aufmachen müssen. Aber gut, wir haben noch ein paar Minuten haben wir noch, bis die Stunde um ist. Also wer es gemacht hat, ne, schimpft keiner mit mir. Man kam schon ein paar Mal hier mit Null raus. Auch der erste ging schon mit Null. Aber das ist ja nicht so ganz mein Plan hier. So, jetzt drücken wir doch einmal. Also, wenn er jetzt runterkommt, wirklich auf den letzten Drücker, dann löst ja unten auch nichts mehr auf. Dann ziehe ich den Stop nach und dann ist gut. Weil dann dürfte es mit ein bisschen mehr Tempo abgehen. Mir wäre nur wichtig, dass er halt hier nicht nochmal auf Anfang läuft. Dann wird es einfach nur, also die 977, das muss jetzt echt nicht sein. Dann wird es anstrengend und ich sitze mit dem Trade um 2:30 noch hier. Aber wir brauchen halt irgendwie eine Bewegung, die aussieht, wie jetzt geht es gleich hoch und dann passiert genau das Gegenteil. Deswegen hier so ein schicker Stich nach unten. Ohne die 970, mein lieber Dow. Oder sagen wir es mal so, anlaufen darf es ja, aber schließen dort wäre eher nicht so. Wäre ich nicht so ein Freund von. 34,865 würdest du ausgestoppt werden. Was? Bei 34,68, was? 865. Wo kommen die denn her? 34,865? Habe ich doch gar nicht. Falls das gemeint ist, das ist ja nur eine Sell-Stop-Order, ne? Das hat ja Der damit Teilnehmer nichts. schreibt, dein SL ist aktiviert. Ja, klar. Das soll er ja auch. Das ist ja schon in Ordnung. Nee, das wäre die 980, das wäre über der Eröffnung, ne? Weil da will ich dann sagen, ey, komm. Ne? Auch wenn ich jetzt hier nur wirklich kleine Teilposition, zwei kleine Dinger drin habe. Aber es ist natürlich schade. Also ich meine, was heißt, noch ist ja nicht gelaufen, ne? Aber es wäre schade, wenn wirklich nach der Vorlage heute Morgen in der Gruppe mit irgendwie 300 Punkten Profit, wenn dann jetzt hier das Ding jetzt nicht aufgeht, das wäre natürlich so ein bisschen, ja, das wäre dann der typische Vorführeffekt. Ne? Aber im Endeffekt muss man es ja immer alles zusammen sehen. Was? DAX, es läuft tatsächlich besser runter, ja. Dann wird der Dow möglicherweise auch noch seins machen und gucken, was macht denn der DAX eigentlich? Können wir kurz mal drauf gucken. Was war das denn hier? Komische Geräusche. Ja, stimmt, der DAX kippt ordentlich weg. Guck mal, da wird das ja wohl auch noch hinkriegen. Wer hat mal den festbesetzten DAX hier, fast besser den DAX gemacht? Guck sich das einmal an. So, gehen wir nochmal zurück. Jetzt klebt er hier wirklich fest, ne? Das gibt doch nicht. Bis auf die letzte Minute an der Stelle muss das jetzt echt sein. Guck mal, noch 40 Sekunden, bis die Stunde um ist. Ja gut, sie hat zumindest die richtige Farbe, ne? Aber ja, hier unten ist ja auch nochmal der Stundenchart. So, 30 Sekunden, komm. Schaffen wir noch 50 Punkte runter, oder? Das ist wirklich schlimm gerade. Der DAX fällt tatsächlich vor sich hin und der hier nix. Ja, der M15, ne? Ich hätte den schon gerne ganz runtergezogen gehabt. Also zum Schluss hier, aber jetzt in 8 Sekunden. Sehr fragwürdig, dass das gelingt. Sehr, sehr fragwürdig. So, ne? Bleibt jetzt da halt stehen. Point of Control. Hurra, hurra.
Das könnte jetzt halt auch noch irgendwie einen kurzen Schnitzer nach oben gehen. Hier im M5 zum SMA20 wäre möglich. Oder wir setzen jetzt die Anfangsbewegung fort, aber das sieht irgendwie alles. Also, das habe ich auch irgendwie, hat man selten gesehen. Ne? DAX fällt wie ein Stein. Aber was heißt wie ein Stein? Er fällt sauber und der hier steht nur rum. Bei den NFPs? Was ist das? Das ist schon sehr, sehr seltsam. Was machen wir jetzt mit dem? Also ich meine, ne, ich finde ihn immer noch in Ordnung. Also weil halt auch hier, ne, mal rein von der Legende her gesehen, wir schließen auf oder knapp unter der 921. Also das heißt, wir gehen da schon noch eine Etage tiefer. Die Frage ist jetzt, wie lange muss ich jetzt dafür warten, bis das Ding da halt wirklich runterkommt, ne? Und wie viel Rücklauf muss ich da noch über mich ergehen lassen? Hier bei 980 wäre auch die Eröffnung etwa von den NFPs, das wäre tatsächlich dann auch aus dem Blickwinkel noch denkbar. Aber vielleicht hat er jetzt ja mal Lust, sich mal kurz zusammenzureißen und hier unser Webinar anständig zu beenden. So, mal Man muss gucken. auch arbeiten für seine Punkte, Dirk. Ja, ich würde ja gern was tun, aber ich kann ja nichts tun, außer zugucken. So, jetzt nochmal der Hilgersche Break-Even hier. Das ist 900, ja gut, es war halt auch vorhin der Long Entry, ne? Die 900. Also von daher, klar, ich meine, da hat ja auch einer gesessen und gekauft wie ein Weltmeister. Und das war nicht ich, sondern jemand anders, mit dem ich halt einfach nur ein Stück weit mitgeflogen bin. Und kann natürlich sein, dass der da immer noch hockt oder da halt der Algo oder wer auch immer, ne? Oder was auch immer. Und dort halt einfach noch kräftig irgendwie nachlegt und dass es deswegen halt nicht weitergeht. Aber das ist schon eben deutlich nach oben geknattert ab der Stelle hier. Von daher ist es natürlich schon, sollte mich jetzt nicht so wahnsinnig verwundern, wie es sich gerade anhört bei mir. Ja. So, also was wir nah dicht machen können, ist ein Punkt plus. Nein, das machen wir jetzt nicht. Das mache ich jetzt nicht. Also eher lasse ich das Ding auf, ja, und sage dann nachher in der Gruppe nochmal was dazu, als dass ich jetzt hier wirklich mit plus 5, gut, 10 haben wir ja vorhin schon gemacht, ne, bevor ich da wirklich mit plus 5 da nach irgendwie 30 Minuten rausgehe. Das muss jetzt nicht sein. Also, ich meine, gut, erzwingen kann man es auch nicht, ne, aber es gibt halt hier nicht so wahnsinnig viel Grund dafür, warum das nicht aufgehen sollte, das Ding. So, ich gucke mal nochmal kurz drüber aufs andere Bild, wie es da so aussieht. Ja, DAX purzelt. Der purzelt einfach vor sich hin. Ja, warum auch nicht, ne? Wow, guck mal hier rüber, mein Lieber. So geht das. Einfach runterfallen und dann weiter. Nicht hier so komische Lunden bauen, die braucht doch keiner. So, da hätten wir jetzt nochmal die 880 im DAU als nächstes hier nach Legende. Also das sind halt Linien einfach, die in Clustern halt, beziehungsweise die halt entstanden sind im Laufe der Zeit. Genau wie die 921, da sieht man ja halt, ne? Das ist, meistens kann man damit schon was anfangen. Und die 772, ich weiß schon gar nicht mehr genau, was das war. Ich glaube, das war ein Gap. Und die werden halt gerne besonders gut gehandelt, aber eben warum jetzt heute hier bis dorthin und warum das der plausible Punkt ist, das habe ich ja vorhin erklärt, ne? Weil es halt einfach, da fehlt der Rücksetzer nach dem Ausbruch darüber, der fehlt da einfach drauf. Und von daher wäre das jetzt die nächste relevante Stelle. Ich bin auch der Meinung, dass wir hier so ein paar Punkte nach Norden kriegen sollten. Also, dass es halt ein interessantes Kauflevel sein könnte. Das kann eigentlich, es sollte eigentlich schon so sein, aber es ist halt kein Garant. Und besser ist eigentlich, wenn man wie hier, ne, wie ich es ja jetzt gerade versuche, auch wenn es ein bisschen zäh ist, aber dann eher von oben nach unten, dann halt dahin mitgeht. Und genau wie am Dienstag auch, wo ich gesagt habe, ey, einfach bis dahin long irgendwie gucken, ne, und nicht oben unbedingt short, wo ich hin will, sondern lieber gucken, dass man bis dahin long mitgeht. Und genauso versuche ich es jetzt hier halt auch. Ich versuche bis darunter short mitzugehen, ne. Und dann kann man halt sehen, dann kann man das Ding da unten drehen oder nicht. Will man das überhaupt drehen? Wartet man erstmal ab, guckt sich mal überhaupt an, was der Markt da unten treibt. Und das macht es halt dann so ein bisschen gemütlicher.
So, jetzt hatten wir schon 25, jetzt sind es wieder 19. Ich sollte einfach das Bild wieder wegmachen, weil irgendwie habe ich das Gefühl, als ich ausgeschaltet habe, beziehungsweise umgeschaltet, ging es schneller runter. Hast du dich eigentlich mit dem DAX wieder angefreundet? Ja, also ich meine, der läuft ja tatsächlich, na, jetzt schon wieder, der läuft ja tatsächlich seit den 40 Werten irgendwie sauberer, habe ich das Gefühl. Also, ich meine, am Dienstag war wirklich super, ne? Irgendwie nach einer Sekunde Trade auf und dann nur noch Stop hinterher und ab und zu mal ein bisschen was wieder aufgelöst von der Position. Und ansonsten ist es wirklich total klasse gelaufen. Also, wollte ich eigentlich gar nicht, war nicht geplant, aber. Wenn man es dann halt sieht, kann man es ja machen. Aber das hier ist echt Gegurke. Ohne Ende. Ja, hier so halb erreichte Punkte, da stehe ich auch immer total klasse, immer total drauf. So irgendwie 2 Punkte vorher irgendwie gebremst und jetzt stehen wir wieder auf Anfang. Also nicht auf Anfang, aber auf Anfang vom Trade. Aber gut, dafür kann man den vielleicht einfach gleich auch dann nachziehen. Ich warte jetzt mal noch diese 5 Minuten Kerze ab und dann machen wir hier auch langsam mal einen Deckel drauf. Beziehungsweise ich würde dann eher mal noch gucken aufs große Bild. Das kann ich aber auch vielleicht eigentlich gerade mal zwischendurch machen. Ich hocke hier jetzt einfach mal irgendwie einen Trail hin, falls wir da irgendwie runterkommen. Wo sind wir da? 830, 867 wäre die nächste. 855. Ja, ich hau hier einfach mal einen Trail drauf. Sollten wir irgendwie schnell runterkommen. Und dann ist auch gut. So, und guck jetzt einfach mal das größere Bild an. Ne? So, also wie gesagt, wer den mitgemacht hat, den Trade, bitte wirklich selbst dann auch entscheiden. Ne? Also es gab ja irgendwie gerade schon mal ein paar Punkte hier. 25 Punkte lag es gerade vorne in Summe. Man muss jetzt das nicht unbedingt durchhalten. Ne? Ich habe ja vorhin gesagt, ich Zweifelsfall nehme ich den lieber mit, aber ich gehe hier nicht mit 5 Punkten raus, nachdem ich hier eine halbe Stunde operiert habe und eigentlich das Bild völlig okay aussieht für nochmal runter. Ne? Also wenn jetzt das Bild nicht mehr stimmen würde, dann würde ich sagen, ey, das ist, dann ist natürlich egal, ob ich da jetzt eine Stunde gebraucht habe oder was es gekostet hat oder was auch immer. Ne? Dann macht der Markt ja nicht mit. Aber momentan drückt er halt unten rum, wenn auch etwas verhalten. Aber Long ist da halt trotzdem noch nichts. Ne? Also von daher würde ich den eher tatsächlich nochmal nach oben ausbauen, wenn es denn unbedingt sein muss. Aber es ist natürlich schon so ein bisschen anstrengend. Weil jetzt hier nochmal ein Point of Control und naja, wenn man schnell sein will, beziehungsweise schnell da wieder raus will, dann kann man das natürlich auch anders machen. So, ich gehe jetzt mal zurück auf nochmal hier aufs große Bild, um das mal irgendwie nochmal kurz anzugucken, hier mal im Daily. Weil da habe ich ja auch schon gesagt ein paar Mal, dass die Punkte laufen eigentlich wahnsinnig sauber zurzeit. Da sieht man halt hier halt auch. Ne? Ich habe ja den SMA 20 hier im Auge gehabt. Die Zone hier war eigentlich rot. Da hat er so ein bisschen übertrieben. Aber dann eben gestern mit dem Gap und dann plapp wieder die ursprünglich rote Zone dann auch sauber nach unten weggedrückt. Unter diese Linie und dort haben wir heute einmal oben angesetzt und klatschen dann runter. So, hier unten wäre die nächste. Das ist wahrscheinlich dann auch irgendwie 772 oder knapp drüber. Das passt schon alles zusammen. Also es kommt heute schon noch. Ne? Die Frage ist nur, ob es jetzt wirklich hier in dem Trade und in dem Webinar dann noch der Fall ist. Aber so wenig Bewegung, da kann man ja auch wirklich nicht unbedingt mitrechnen, dass der DAX da eher das Rennen macht als der Dow. Also die 801, ne? Also einmal kurz darunter, das wäre auch die 772. Das würde absolut passen. Da einmal rein gestochen und dann halt mal gucken. Aber dann wäre die Bewegung erstmal soweit durch. Generell vom Trend her habe ich ja auch gesagt, ich bin überhaupt kein Freund von Long. Warum nicht? Einfach, weil wir diese, das ist unterboten, das ist unterboten. Und hier haben wir halt diese Supports gehabt auf hohem Niveau. Da sind wir einmal nur hingelaufen. Und das heißt, angeknackst ist die Geschichte. Also wenn man das jetzt auch nochmal in Zickzack-Trendlinien halt auflösen möchte. Und dann sieht man ja hier, ich zeichne das jetzt einfach mal so ein, dann sieht man ja hier schon recht deutlich, was eigentlich da passiert ist. Wenn das jetzt hier das Hoch ist, und das ist ja relativ klar, eine Umkehr, die wir hier sehen. Hier auch nochmal die Hochs, ich mache den mal ein bisschen feiner.
Das ist schon relativ deutlich, ne? Also hier, da, noch eine kleine Aufwärtsbewegung, kein neues Hoch, dann das Low gebrochen, das zweite Low gleich mit und das dritte gleich auch noch. Und von daher, dass der da von hier dann irgendwie einfach so da oben wieder drüber läuft, ergibt für meine Begriffe irgendwie relativ wenig Sinn. Also hier sind alle Lows unterschritten worden. Klar, wir haben da unten im Weekly, haben wir einen Support, den sieht man jetzt hier im Daily-Gebilde auf Anhieb erstmal nicht, wobei das könnte schon der hier sein. Aber die großen Trends fangen ja im kleinen Timeframe an und der Daily ist ja halt eben aus Sicht des Weekly der kleine. Und von daher hat das schon gute Chancen, dass wenn wir jetzt hier im Daily in diesem gebrochenen Long-Trend halt bleiben und dann auch nach unten fortsetzen, beziehungsweise den aufrechterhalten, dann kommen wir auch im nächsten Anlauf hier unten durch. Ne? Da braucht es Anlauf, aber den haben wir hier eigentlich jetzt auch schon. Ne? Also viel mehr braucht es da an Anlauf für meine Begriffe auch nicht, sodass der relativ stressfrei auch jetzt hier runterlaufen könnte. Also das ist jetzt meine Betrachtung, wie ich es halt hier aus dem Daily jetzt erstmal ableiten würde. Groß betrachtet sieht es sehr, sehr seitwärts alles aus, ne? Klar, aber das sind schon so die ersten Anzeichen, die wir hier jetzt einfach sehen und dass da halt irgendwas vorbei ist, ne? Also, dass das nicht mehr so läuft, wie es die ganze Zeit eben gelaufen ist. Also einfach hoch funktioniert nicht. Geht man auf den Weekly, da sieht man dann halt, ne, eigentlich nichts passiert, aber halt auch, ne, so wirklich schön ist das nicht mehr, was hier oben passiert. Und Weekly haben wir halt den Support hier an der Stelle, das war der letzte Peak da unten. Nichtsdestotrotz haben wir aber auch da, ne, schon die Lows hier, die Korrektiven unterschritten. Von daher fraglich, ob das Ding wirklich hochläuft. Und was wir halt auch sehen, ganz simpel betrachtet, SMA 20 im Weekly auch einmal von unten könnte sein. Und deswegen habe ich auch gesagt, von mir aus kann die Wochenkerze gerne mal auf Anfang zurückschlittern. Und da sind wir auch fast schon. Ne? Also ist hier bei der 720 oder wo ist die? Oh, ist gerade noch einer gefüllt worden. So, das wird wohl eine längere Operation. Bei der, nee, Moment, doch, hier, Weekly 700, ne? Bei der 700 wäre die ganze Geschichte. Also, ist nicht wirklich weit. Ne? Für die Kassaeröffnung sind es gerade mal, ist das mal einmal kurz nach unten gespuckt. So, jetzt sehe ich nur gerade, jetzt sind wir wirklich bei den Dingen, da habe ich mir so verquatscht, auf Anfang gelaufen. Das ist natürlich jetzt total unnötig. Ne? So, trotzdem, ich skaliere mit denen nachher zurecht und guck mal, dass ich da mit der Kassaeröffnung dann gleich rauskomme. Aber hier im Webinar schaffen wir das nicht mehr. Also 25 Punkte lag es vorne, 10 Punkte sind realisiert. Und was man dann daraus macht, muss man dann halt mal sehen. Ja, trotzdem, auch nur wenn der jetzt hier mal kurz nach oben dreht, immer noch nicht long. Ne? Sondern habe ich ja hier auch gerade gesagt, die 980 wäre der nächste Rücklaufpunkt nach Legende. Von daher auch noch nichts passiert. Wir werden mal sehen, wie die Geschichte hier aufgeht. Es hat nur immer ein bisschen schade, wenn man es nicht im Webinar selber dann beenden kann. Und von daher ist es natürlich so ein bisschen doof. Aber ich versuche mich mal nicht zu ärgern. Und kann ja auch nichts dafür. Also beziehungsweise ich kann nichts dafür. Ich hätte es hier mit 25 natürlich rausgeben können, ne? Aber das ist nicht der Plan. Also ich glaube schon noch, dass die Geschichte hier aufgeht. Und selbst wenn nicht, ja, habe ich natürlich von heute Morgen die 300 Punkte im Nacken. Und das heißt auch, wenn wir jetzt hier drüber laufen, dann würde ich tatsächlich bei dem anderen Punkt, nämlich bei der hier oben, bei der 191, würde ich da nochmal reingehen, 200 und dann die Strecke nach unten einfangen. Und das hat dann natürlich halt auch nochmal einen ganz anderen Charakter, wie wenn ich jetzt hier auf der 923 anfange, wo ich ja dann schon 300 Punkte tiefer liege. Ne? Das heißt, von hier oben, wenn er das jetzt zuerst machen sollte und dann runter, hätte ich natürlich auch eine andere Strecke, die da realisierbar ist. Und dass er da einfach drüber läuft, das halte ich für noch viel weniger wahrscheinlich. So, ich gehe nochmal ganz kurz dann auch auf den DAX zum Abschluss. Gucken wir uns den auch noch an, dann ist die Stunde auch um. Auch mal kurz im Daily. Und so, wie da die Geschichte aussieht.
So, auch, ne, relativ klar nach unten. Hier oben sieht man auch, ne, wo diese rote Zone war. Eigentlich relativ stressfrei. Hier einfach auch nur SMA 20 nach unten gerichtet, einmal dran gelaufen und wieder zurück. Und läuft hier halt auch in diese, ne, ich hatte es ja im H1 am Dienstag schon gezeigt. Dort war der Support, ehemalige Support. Und da sind wir jetzt eben von unten im Widerstand halt dran. Und dann hier wieder runter. So, und da ist halt auch Low kaputt, Low kaputt, Low kaputt. Das fehlt noch. Ne? Und das heißt hier auch relativ klar, dass die Geschichte nach unten auflösen wird, ne, im Daily. Wenn auch nicht unbedingt heute, aber ewig dauern sollte das auch nicht. Gut, so, in diesem Sinne würde ich an der Stelle jetzt erstmal sagen, das war's. Und ich hoffe, man konnte was damit anfangen. Es ist natürlich ein bisschen blöd, dass der Trader irgendwie noch nicht so ganz in die Richtung läuft, wo er eigentlich hin soll auf Anhieb. Aber das heißt dann nicht, dass er es nicht nachher noch macht und dann nachher dafür umso mehr bei rauskommt. Also, wenn ihr alle einverstanden seid, dann würde ich an der Stelle ein schönes Wochenende wünschen. Nelson, siehst du das auch Ja, so? na Ja. klar, also wie du magst. Ja, machen wir. Und kann man sich nachher die Kassaeröffnungen mehr angucken. Wie gesagt, vielleicht lege ich dann einfach noch den Trade nachher noch nach in der Facebook-Gruppe. Und dann halt mal sehen, wie die ganze Geschichte dann am Ende ausgeht. In diesem Sinne, ja, 10 realisierte Punkte, 25 theoretische und jetzt irgendwo mit irgendwas im Buch minus erstmal und dann halt mal sehen, ob das ganze Ding nachher noch sauber aufgeht und dann halt ein bisschen größer skaliert oder wie auch immer. Ne? Wie heißt denn Alright. deine Facebook-Gruppe, wird gefragt. Traders Club Stereo Trader. Echt, wird das gefragt? Ich hatte doch hier auch mal so ein Banner, aber ich glaube, wenn ich da jetzt drauf drücke, kommt irgendwas ganz anderes. Das lasse ich lieber. Nicht, dass du nachher wieder irgendwas rausschneiden musst. Ja. Nein, also vielen Dank für das Webinar, Dirk. Ich denke, die meisten werden weiterhin dann in der Gruppe deine Trades verfolgen. Da wünsche ich dir natürlich noch viel Erfolg heute und allen anderen natürlich auch. Vielen Dank fürs Dabeisein und ja, wünsche auch ein schönes Wochenende. Passen Sie auf Ihre Positionen auf und gerne dann. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.